Hallo zusammen, da sind wir wieder. Wir wollen euch heute mitnehmen auf eine kleine Radtour. Eine Radtour, die wir sehr häufig im Sommer machen. Das ist so eine schöne Sonntagnachmittagsradtour. Einmal von Frankenberg an der Eder entlang Richtung Nationalparkzentrum oder wie heißt es? Nationalpark? Ja, Nationalparkzentrum Kellerwald-Edersee, genau. Ja. Das sind so, ich schätze mal so 22, 23 Kilometer. Eine Strecke. Das kann man schön fahren. Wir nehmen euch da mit und zeigen euch ein bisschen die Landschaft. Fahrradfahren ist das jetzt unser erstes Video. Wir müssen mal gucken. Ihr werdet nicht solche Aufnahmen sehen, wie sie oft auf YouTube zu sehen sind. Wir haben nämlich gar keine Actioncam, sondern wir filmen ja mit der großen Kamera. Also können wir die nicht einfach ans Fahrrad schnallen. Aber wir sind mal gespannt, wie es wird. Und melden uns dann gleich wieder. Was wir gerade ganz vergessen haben, wir blenden euch hier nochmal eine Karte ein. Und das ist der R6, wie ihr seht. Und der geht eben, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo der anfängt und wo der aufhört. Auf alle Fälle ein Teilstück ist eben Frankenberg-Edersee. Wir sind jetzt in Viermünden angekommen. Jetzt machen wir die erste Pause. Das waren jetzt so gut 9 Kilometer. Das ist immer auf der Strecke, ihr werdet es ja gesehen haben, nicht so ganz schön, weil das führt direkt an der Bundesstraße lang und das ist nicht so toll zu fahren. Aber was man sagen muss, die Radwege sind da sehr gut ausgebaut. Der schönere Teil beginnt jetzt. Jetzt nach Viermünden geht es jetzt hier in den Wald rein. Und da wird es wesentlich ruhiger werden. Das ist dann immer ganz hübsch. Jetzt trinken wir ein bisschen was und dann geht es gleich weiter. Und wir gucken mal, was wir euch noch zwischendurch zeigen. Vielleicht Ederbrünnhausen oder ein Stück von der Eder mal. Ja? Wir sind jetzt zwischen Viermünden und Ederbrünnhausen und wollten euch mal zeigen, also wir hatten ja gesagt, wir zeigen euch besonders schöne Ecken. Und hier wären wir jetzt an so einer. Hier hat man nämlich einen Blick auf die Burg Hessenstein. Das ist eine Jugendherberge, die jetzt auch nochmal richtig renoviert wurde und das lohnt sich auf alle Fälle, ist sehr, sehr idyllisch gelegen. Ich drehe euch mal gerade um, dann seht ihr das. Heran. Das ist wirklich ganz schön gelegen, mitten im Kellerwald. Von da aus kann man dann auch schöne Wanderungen Richtung Edersee machen. Lohnt sich auf alle Fälle. Zweite Pause. Ihr seht, wir machen gerne Pause. Wir haben jetzt Ederbrünnhausen hinter uns gelassen und sind jetzt in Höhe, was ist das, Schmidt-Lotheim, ne? Ja. Ja, meine ich Schmidt-Lotheim. Und hier ist jetzt auch gleich die Eder. Wir drehen uns jetzt mal, dann könnt ihr das auch mal sehen.
So, guck mal, wie schön das aussieht. Da. Und was natürlich hier auch noch ist, sehen wir jetzt vielleicht auch noch gerade, drehen wir uns wieder zurück. Nein, noch nicht. Hier ist die Bahnstrecke. Bahnstrecke Frankenberg-Korbach und wohin führt die bis nach Brilon. Brilon. Genau, das ist die Strecke. Ja, in die andere Richtung geht's dann Richtung Marburg. Damit die ganze Sache dann etwas schneller geht, beamen wir uns jetzt einmal zum Nationalparkzentrum. Zack, da sind wir schon im Nationalparkzentrum Kellerwald angekommen. Was heißt angekommen? Ehrlich gesagt, haben wir schon Kaffee getrunken und auch ein Stückchen Kuchen gegessen. Pause ist also schon rum. Wir treten jetzt den Rückweg an. Sind hier bis jetzt gefahren 21,5 Kilometer. Und mal gucken, was uns so der Rückweg bringt. Vielleicht gibt es noch eine kleine Überraschung. Mal schauen. Das wissen wir aber noch nicht so genau. Bis gleich. Jetzt kurz vor Fürmünden und haben noch mal einen kleinen Stopp gemacht, weil wir auf dem Rückweg, was wir auf dem Hinweg nicht bedacht hatten, einen wahnsinnigen Gegenwind haben. Also es ist richtig anstrengend. Gut, mit Motor geht's. Ach so, genau, was ihr vielleicht noch nicht wisst oder wenn ihr euch das interessiert, also Heike fährt mit Motor. Ich fahre noch ohne Motor, nur mal so. Ich fahre auch nicht immer mit Motor. nein, das ist ja in Ordnung so. Genau, eben hatten wir von einer kleinen Überraschung eventuell gesprochen und zwar ist es folgendes, es hat leider nicht geklappt. Wir haben uns eine neue Drohne gekauft und wollten die mal testen, aber dafür ist es einfach viel zu windig. Die ist wie gesagt ganz neu. Wir haben uns die gekauft und haben auch schon ein paar Probeaufnahmen gemacht, das ist schon wirklich toll. Aber wenn wir die auf den Wanderungen, beim Radfahren nicht benutzen können, dann weiß ich nicht, ob wir die tatsächlich behalten. Wir werden sehen. Wir berichten euch darüber. Ja, jetzt geht es noch nach Hause, noch ein Stück. Das sind jetzt noch mal so 9 Kilometer. Aber jetzt kommt eigentlich nur noch flache Strecke. Bis jetzt war es ja ein bisschen bergiger. Jetzt ist es auch gerade schön ruhig. Was an der Strecke teilweise etwas störend ist, ist, dass die Bundesstraße doch sehr nah ist. Aber gut. Das ist halt so. Da muss man mit leben. Okay, wir melden uns dann von zu Hause nochmal wieder. Vielleicht zwischendurch noch ein paar Aufnahmen vom Fahrrad. Und dann bis gleich.
wieder zu Hause angekommen. Genau, mach du das. Relativ fertig, weil der Rückweg wirklich anstrengend war. Es war sehr viel Gegenwind. Ihr hört es jetzt vielleicht auch noch hier ein bisschen am Mikro. Es ist immer noch ziemlich windig. Aber okay, das ist halt so. Wenn man mit Rückenwind hinfährt, muss man mit Gegenwind rechnen auf dem Rückweg. Wir sind gut 43 Kilometer gefahren, die Tour. Und wir hatten ja am Anfang des Videos gesagt, dass wir keine Actioncam haben und deshalb nicht solche Aufnahmen haben. Jetzt habt ihr aber gesehen, wir haben solche Aufnahmen vom Fahrrad aus gemacht. Und zwar haben wir einfach unsere große Kamera mit unserem Jobby auf den Gepäckträger geschnallt. Und ich muss sagen, das hat wirklich gut gehalten. Also ist zwar nicht ganz so eine Actioncam, aber für solche Aufnahmen ist das auch ganz cool. Okay, mit der großen Kamera fällt man ein bisschen auf, da muss man immer gucken, wo man hinfilmt und wen man filmt, aber ansonsten ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Okay, dann beenden wir das jetzt hier, gucken wir mal, wo uns das nächste Video hinführt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare. Bis dahin, tschüss!